Color Scheme umstellen. Deswegen posiert es jetzt gerade für euch, aber jetzt geht es weiter. Und ich habe immer noch zwei Hebel hier, die ich ausprobieren muss mit Holmes. Ich muss irgendwie Watson da rausbekommen und Holmes, dass wir hinten aus der Tür rauskommen. So geht die Tür für Watson auf? Nein. Welche Tür ist denn das, die jetzt aufgegangen ist? Da kann ich scheinbar momentan nichts anfangen. Wir nehmen mal diese hier, gucken, was die macht. Okay, das ist der Ausgang. Wir müssen erstmal Watson hier wieder rausbekommen. Dann müssen wir Holmes auch noch da rausbekommen. Was hat die gemacht? Ich muss gerade mal kurz wieder durchprobieren, was jetzt passiert. Her seit dem letzten Mal. So würde Holmes hier rauskommen. So geht die Tür hier hinten zu. Watson kriege ich wieder raus. Ich glaube mit dem hier, oder? Nee. Einen weiter noch. Dem. Ja. Ich muss einen von beiden erstmal nach oben bekommen. Glaube ich. Kann ein bisschen dauern, gerade bis ich das wieder mental vor Augen habe, was ich alles hier gerade mache. So könnte... Watson hier nicht mehr raus. Aber Holmes könnte hier rausgehen. Mir aber nichts, weil ich hier oben noch nicht ran kann. Anderes gucken. Hier ist noch einer hinter. Da sind zwei hinter. Okay, what the fuck? Ich versuche erstmal Watson da oben reinzubringen. Dann gucken wir mal, wie wir Holmes hinterherkriegen. Ob das funktioniert irgendwie. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Ja, das ist die, die nämlich hier dran ist direkt. So, was macht der? Ja, so kriege ich Holmes da raus. Okay, einfacher als gedacht. Ich muss einfach wirklich nur einen ins Hochbringen. Den kann Watson loslassen und zum Watson das Gegenüber. Und dann sollte die Tür aufgehen, hinter der Holmes steht. Und dann können wir raus. Nochmal mit Holmes mal weiter. Verlassen den Tempel des Mythos. Ich gucke mal, was ich noch an Herleitungen habe. Goldener Dolch und seltsame Wunde. Passt nicht zusammen, okay.
Hätte ich mir jetzt eigentlich gedacht, dass das passt. Boah, die Verknüpfungen hier teilweise sind noch nicht so logisch für mich, muss ich gestehen. Gestohlene Notizen. Kann ich das mit Pitkins Beschwerde? Nee. Seltsame Wunde, sehr flüssiges Blut. Okay, ich kann mal versuchen, seltsame Wunde mit dem flüssigen Blut zu verbinden. Ja, okay. Dampffeuchtigkeit, das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erklären, die auf dem Dampf zurückgeht. Ungeklärte Spur. Das Wasser im Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Mordfall. Es muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Ich habe keine Ahnung, ob Blut tatsächlich einen höheren Wassergehalt bekommt durch Dampf. Ich würde momentan zur ungeklärten Spur tendieren. Und jetzt als nächstes mal versuchen, diesen Dolch herzustellen aus dem Silber. Okay, erst können wir die Fotografie entwickeln, die wir haben. Oh Gott, jetzt muss ich wieder die Teile sortieren. Kann ich die drehen irgendwie? Okay, die sind nicht drehbar. Das ist schon mal viel wert. Das heißt, die Teile können nur in einem bestimmten... das ist, glaube ich, die obere linke Kante. Das passt da so ran. Das passt da so hin. Keine Ahnung, was das momentan ist. Kann ich noch nicht gebrauchen. Versuche das mal gerade alles hier so einigermaßen anzupassen. Sieht bis jetzt doch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. So, wie gesagt, wieder die Sache mit dem Stick. Das einigermaßen so zu kontrollieren, dass das auch funktioniert, das Ganze. Aber das Spiel hilft mir da zum Glück ein bisschen mit, auf jeden Fall. So, da haben wir dann die Fotografie fertig. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Oh, wow. Jetzt kriege ich hier meine Chemiekenntnisse. Okay, nee, ich muss einfach nur pinseln. Nicht gut, dass sie die Texte auf den ganzen Sachen auch eingedeutscht haben. Eiscreme in der Wüste, wir stehen in der Schuld der Römer, denen wir die Techniken dafür verdanken. So, das hat es mit dem Eis auf sich. Ja, ihr seht schon, meine Pinselskills hier sind schon wieder atemberaubend. Dieses Foto hier abdingern kann. Ja, das ist nämlich dieses Eis- und das Salzding. Steht nämlich auch drauf, Salz. Reicht das schon hier mit den Wischereien? Ice cream. Ice. Salt. Das hätte ich Holmes jetzt auch noch sagen können. Another archaeologist, most probably. The pyramids of Giza in Egypt. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. Sir Rodney. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. So ist das. Das heißt, da können wir jetzt auf jeden Fall was verbinden. Ne, können wir nicht. Doch, Fotonegativ und Salz und Eis. Haben wir jetzt hier. Eiserzeugung. Jemand experimentierte mit der römischen Methode, Eis zu erzeugen. Und aus der gegossenen Waffe haben wir jetzt noch eine weitere Herleitung hier bekommen.
eine Eiswaffe herstellen. Das würde erklären, warum das Blut so mit Wasser verdünnt ist. Und wenn das ein Eisdolch quasi war. Das könnte möglich sein. Und das Silber war dann quasi nur als Opfer gedacht. Probieren wir mal aus auf jeden Fall gerade. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Okay, also Wasser. Und da. Gießen wir das da rein. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Okay, oh shit. Also ich habe zu 4 Versuche Zeit. Ich muss minus 20, muss ich das runterkühlen. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Ja, kein Plan, was die richtige Mischung ist. Ice. I have only to use my ice pick. So, klopf mal da das Eis. Oh, look. The temperature is reducing. Ja. Müssen wir noch mehr. Das Salz zukippe. Und es kälter. Ich weiß ja nicht, was jetzt das richtige Ding ist. Also die richtige Kombination. Das steigt viel zu schnell wieder. Was? Kipp da nochmal rein. Ja, guck mal, das wird es wahrscheinlich nicht bis minus 20 runtergehen, ne. It's empty. We cannot be making it correctly. Let us try again and be precise with the timing. Boah. Ich habe keinen Plan, wie ich das timen soll. Das sind so Chemiesachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Also Wasser reinkippen. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das jetzt. I think that ice should be added first. Da bin ich überfragt, muss ich echt gestehen. Look, the temperature is. Versuch jetzt einfach mal abwechselnd da rein zu kippen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Also wenn ich schnell genug bin. Sieht bisher aber ganz gut aus. Und das letzte bisschen Salz dazu. Das sollte jetzt klar gehen. Na komm. Ja, okay. Excellent. Immer abwechselnd. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Okay, nehmen wir mal die Gussform. Ein Eisdolch. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. So, okay. Das heißt, der Eisdolch. Okay. Kann ich den schon irgendwo mit verbinden? Ne, wahrscheinlich muss ich noch den anderen Dolch herstellen. Ich habe nur ein paar neue Hinweise bekommen jetzt hier.
Eis durch einen Abguss. Das Ritual durchs von Mithras aus Eis. Ich habe drei Dolche im Endeffekt irgendwann. Jetzt machen wir nochmal das Silberexperiment. Aber ich muss auch das schmelzen von Silber by using the mold. Silber. Da rein. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. Ja, schnelle Minute. Gib mir das nochmal rein. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Das Gute ist, aufgrund dieser ganzen Tatsachenbeweise weiß ich immer noch überhaupt nicht, wer überhaupt für mich so verdächtig sein sollte. Made silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Okay. Silberdolch. Oder? Nee, okay, ich kann nur eins von beiden machen. Silberdolch im Kohlebecken. Der Mord wurde mit einer Waffe aus Silber begangen, die nach der Tat im Kohlebecken eingeschmolzen wurde. Glaube ich nicht, eigentlich, muss ich sagen. Das ist die Frage, was habe ich denn für Hinweise offen überhaupt? Ich kann irgendjemanden nach dem Mithras-Kult fragen und das geschmolzene Silber hat sich als Britannia-Silber herausgestellt. Das kann ich auch noch irgendjemanden fragen. Wir reisen mal nach Scotland Yard, ob ich da jetzt Leute noch verhören kann. Und ob ich irgendwie so meine Herleitung hier noch zusammenbasteln kann. Okay, was ist mein Medikament? Okay, also wir können noch verknüpfen Pitkins Sorge. Pitkin war nicht glücklich darüber, dass sich die Öffnung der römischen Thermen wegen Sir Rodney verzögerte. Er war verärgert. Pitkins Hoffnung. Pitkin ging davon aus, dass sich Sir Rodneys Forschung für ihn auszahlen würde. Die Arbeit sollte den Ruf und die Popularität der Thermen verbessern. Eigentlich das, was ich bisher aus dem Verhör mit ihm weiß. Wobei Blinkshorn sich auch eigentlich nicht wirklich gedemütigt gefühlt hat, sondern mehr... ja, eigentlich glücklich darüber war, dass die Forschung weitergehen konnten. Ich befrage jetzt mal den Archäologen, würde ich sagen, zu diesen Funden, die ich bekommen habe. Please escort this suspect for interrogation. Der wird mir dazu was sagen können, denke ich. Ja. Erstmal über Mithras. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Okay. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped that... Oh, it is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Der wird mir immer verdächtiger. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Hat mir jetzt ungefähr gar nichts gebracht. Please escort this suspect for interrogation. Ich bin vollkommen clueless im Moment. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife
which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Also ich vermute, einer von den dreien ist ein Mithras-Anhänger und hat Rodney getötet, also Sir Rodney getötet, um das Geheimnis des Dolches zu bewahren. Das ist so meine momentane Theorie, die immer noch vollkommen in den Haaren herbeigezogen ist. Also gucken wir mal weiter. Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Keiner kann mit dem Silber was anfangen, okay. Please escort this suspect for interrogation. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Okay, also wenn er das Silber da reingetan hat, dann ist es der Eisdolch. Jeder bemerkt, dass sich Garrow zuletzt äußerst sonderbar verhalten hat und sogar angsteinflößende Halluzinationen hatte. Okay. Das könnte an den Medikamenten liegen. Garrows Krankheit, Garrows Schwäche. Ja, entweder Garrow leidet unter seiner extremen Fixierung auf den Mithras-Kult und zwar so sehr, dass ihn seine Obsession in den Wahnsinn getrieben hat, was durch das Medikament, das er einem nur noch verstärkt wird. Oder Garrows Schwäche. Garrow leidet an Melancholie, er ist ein Opfer der Übermedikation, was seine Halluzination und sein unberechenbares Verhalten erklärt. Der Schock über Sir Rodneys Tod hat seinen Zustand noch verschlechtert. Momentan würde ich dazu tendieren. Kollidiert das hier. Okay, aber das ist immer noch für mich momentan nicht durchsichtig. Eisdolch könnte mit dem Champagner, dass der Champagner quasi zur Kühlung von dem Eisdolch quasi reingebracht wurde. Eiswürfel, ja. Der Eiswürfel wurde zuvor hergestellt und dann im Eisbehälter der Champagnerflasche aufbewahrt. Das ist richtig, glaube ich. Methode Eisdolch. Der Täter versteckte die Waffe im Eisbehälter der Champagnerflasche. Nach der Tat wurde die Waffe zum Schmelzen zurückgelassen und sorgte damit für die Verflüssigung des Blutes. Würde ich momentan so von ausgehen, tatsächlich. Das ist der letzte Clou, den wir haben. Wertvolles Geheimnis. Sir Rodneys Geheimnis war eine wichtige Entdeckung. Ein Fund, der wie eine Bombe eingeschlagen hätte. Damit hätte er jeden Konkurrenten in seinem Fachgebiet ausstechen und den Ruhm und die Ehre ganz alleine einstreichen können. Okay, Garrows Krankheit und das wertvolle Geheimnis. Motiv Paranoia. Garrows Leiden wurde zu stark. Nach Sir Rodneys großer Entdeckung verfiel er in Angst vor dem Mithras-Fluch und entwickelte da eine extreme Paranoia. Und dann hätte er den mit dem Eisdolch umgebracht. Er tötete Sir Rodney in einem obsessiven Anfall aufgrund seines extrem nervösen Zustandes. Um sein eigenes Leid zu lindern, blieb ihm nur ein Ritualmord übrig. Dabei verwendete er eine Reproduktion des goldenen Dolchs von Mithras aus Eis. Also das macht bisher noch Sinn, aber jetzt schalten wir mal das mal um. Sie sind bisher alle drei für mich mega verdächtig. Ich kann noch nicht wirklich einen daherleiten. Motiv Rache, Blinkfeld ist ein verdienstvoller Fachmann, dem allerdings bewusst war, dass er bei der anstehenden Entdeckung ins Abseits gedrängt werden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Ruhm und Anerkennung verpasst. Motiv Rache. Er tötete Sir Rodney, um ihn für seinen Machtmissbrauch zu bestrafen. Zudem wollte er finanziell davon profitieren und in seinem Tätigkeitsfeld glänzen.
Er verwendete eine Reproduktion des goldenen Dolchs von Mithras aus Eis. Puh, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, muss ich sagen. Pitkins Sorgen, wenn man das dazu schalten. Kollision mit der Demütigung. Das geht jetzt alles drei, also ich muss mal eins davon aussuchen, irgendwie. Motivübernahme aufhalten. Obwohl Pitkin der Inhaber ist, hätte er sie verloren. Diese große Entdeckung hätte alles verändert. Durch sie wären die Thermen zu einer permanenten Ausgrabungsstätte geworden. So hätte Pitkin seine kommerziellen Ziele nicht erfüllen können. Ist jetzt auch logisch. Pitkin mit dem Eisdolch tötete Sir Rodney, um den Fund zu vertuschen. Für ihn war das der einzige Weg, die römischen Thermen vor groß angelegten Ausgrabungen zu bewahren. Er verwendet eine Reproduktion des goldenen Dolchs von Mithras aus Eis. Ja, für mich ist es alles drei halt bisher. Logisch. Ich vermute fast, dass mir irgendwas noch fehlt. Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Bitte gehen Sie in den Herleitungsbereich und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerung. Echt jetzt? Also daraus soll ich jetzt eine Schlussfolgerung mir herleiten? Ich bin momentan noch etwas ratlos, muss ich gestehen. Nachricht, das haben wir alles genommen. Ich reise noch mal kurz in die Therme, ob mir vielleicht der Dings noch mal was erzählen kann. Der Philips oder wie Dings. Aber momentan kann ich mir noch. Gibt es für mich keine eindeutigen Beweise, wer von den dreien das gemacht haben könnte. Muss ich gestehen. These baths are becoming sinister. Hier war ja das Arbeitszimmer. This area. Hab ich irgendeinen Hinweis darauf, wer das ist jetzt echt tricky. Also der Dings hat da Blut an seiner Kleidung. Wer war denn der Kurzsichtige? Charakter. Den kann ich nochmal gerade angucken. Starke Kurzsichtigkeit, die wird sehr verstört. Also der hat auf jeden Fall seine Brille hier abgelegt und das Silber in das Kohlebecken geschmissen. Warum sollte er das tun? Also er ist für mich bisher der Kandidat Nummer 1 tatsächlich, auch wenn das eigentlich zu einfach ist. Weil bei den anderen beiden habe ich halt nicht den Eindruck, dass die irgendwie da sich besonders schuldig gemacht hätten. Ich verknacke jetzt einfach mal den Garrow und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ich würde aber sagen, Gnade für Garrow. Er muss zur Behandlung in eine Heilanstalt gehen. Für den Tod von Bancliff trägt er keine Verantwortung, da er unter der starken psychotropischen Wirkung seines Medikaments stand. Er kann auf eine Genesung hoffen. Ich probiere es jetzt einfach mal mit der Entscheidung. Wir gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung, ob die Lösung die richtige ist. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall noch eine andere versuchen. Aber für mich, das mit der Brille und mit dem Blut an dem Handtuch sind bisher für mich die Indizien, die halt gegen ihn sprechen. Und die anderen beiden haben halt keinerlei Hinweise in der Richtung hinterlassen.
Und das machen wir jetzt auch noch gerade in der Folge, wird ein bisschen länger dadurch. Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. We only wish to help you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. What is my environment, then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest and detoxification. I will take care of every detail. So, Garrow tötete Sir Rodney in einem obsessiven Anfall aufgrund seines extrem nervösen Zustands. Um sein eigenes Leid zu lindern, blieb ihm nur ein Ritualmord übrig. Dafür verwendete er einen selbstgemachten Eisbereiter, um eine Reproduktion des goldenen Dolchs von Mithras aus Eis herzustellen. Diesen Dolch brachte er in einem Eisbehälter mit Champagner in den Dampfraum und ließ ihn nach der Tat auf den Boden fallen, sodass er wieder schmelzen konnte. Er muss zur Behandlung in eine Heilanstalt eingeliefert werden. Für den Tod von Bancliff trägt er keine Verantwortung, da er unter der starken psychotropischen Wirkung seines Medikamentes stand. Ich überprüfe jetzt mal, ob das richtig ist. Nein. Okay. Dann wählen wir noch ein anderes Ende. Aber wenn der das nicht war, boah, dann habe ich echt eigentlich wirklich keinen Plan, weil die Indizien sprechen eigentlich gegen ihn. Ich habe keine Indizien für einen der anderen beiden. Okay, dann verschieben wir die Entscheidung auf die nächste Folge. Und ja, lag ich zum ersten Mal richtig grob falsch. Mal gucken, ob mir noch irgendwas auffällt in der Aufnahmepause, was mich umstimmt. Oder ich noch irgendwas finde, was ich übersehen habe. Gucken wir mal. Schaut morgen wieder rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann.